Die Xbox One X ist in der Redaktion eingetroffen, die schnellste Konsole der Welt, und wir packen sie gemeinsam aus. Los geht's! Die Xbox One X ist ab dem 7. November erhältlich und Microsoft war so freundlich und hat uns vorab ein Exemplar zur Verfügung gestellt, das wir nun gemeinsam auspacken können. Aber vorher nochmal ein paar technische Details. Es ist laut Microsoft die schnellste Konsole der Welt und tatsächlich ist sie mit 6 Teraflops deutlich schneller als die PlayStation 4 Pro, die es nur auf 4,2, nur in Anführungsstrichen natürlich, nur auf 4,2 Teraflops bringt. Da steckt neueste Technik drin in der Xbox One X, inklusive eine Wasserkühlung, ein besonderes Lüftersystem etc. Also die Geschwindigkeit hat natürlich ihren Preis. Was haben wir noch an technischen Daten? Es ist eine 8-Kern-CPU drin, die mit 2,3 GHz getaktet sind. Der Speicher wurde deutlich erweitert, und zwar auf 12 GB. Davon stehen 9 GB für Spiele zur Verfügung. Interessant ist natürlich auch die Speicherbandbreite. Die liegt jetzt bei 326 GB pro Sekunde, ist also auch deutlich schneller als beim Vorgängermodell Xbox One S bzw. bei der Xbox One. Was bringt die ganze Leistung nun? Es wird damit endlich echtes 4K-Gaming möglich am Fernseher, wenn man einen entsprechenden Fernseher natürlich besitzt, mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Was da letztendlich natürlich in der Praxis dabei rauskommt, hängt natürlich immer von den Spieleentwicklern ab, weil oft reizen sie natürlich diese Möglichkeiten, die Geschwindigkeit bietet, auch für mehr Effekte etc. aus. Aber es gibt schon erste Spiele, die mit 60 Bildern pro Sekunde dann verfügbar sein werden, wie Forza Motorsport 7. Aber auch bei Full HD profitiert man von der erhöhten Leistung, weil damit können die Entwickler in ihre Spiele einfach mehr Effekte einbauen und die Spiele laufen flüssiger. Und also man profitiert auch bei Full HD von der gestiegenen Leistung. Habe ich schon erwähnt, eine Wasserkühlung. Aber jetzt gucken wir mal rein in das Paket und packen das mal gemeinsam aus. Ich habe hier mal eine Schere vorbereitet. Es ist ein jungfräuliches Paket. Und jetzt schauen wir mal, was drin steckt. Die Schere lege ich mal weg, sonst verletzen wir uns noch. Am Anfang, ja, das obligatorische Xbox Live Gold Abo für einen Monat, schätze ich mal, oder? Genau 14 Tage sogar nur. Ups, das hätte... Aber ich habe hier nochmal die Flatrate von Microsoft für Spiele, Xbox Game Pass, für einen Monat gratis, immerhin einen Wert von 10 Euro, glaube ich, momentan. Und ein paar Anweisungen, wie man am besten vorgeht, wenn man die Konsole zum ersten Mal auspackt. Die brauchen wir natürlich nicht. Wir werfen mal gleich einen Blick rein. Da haben wir an der Seite Kabel, Stromkabel. Es gibt hier kein, wie bei der Xbox One S, es gibt keine, diese Powerbrick, also dieses große Netzteil, das gibt es nicht mehr. Also der Strom wird direkt an die Konsole angeschlossen, aber das zeige ich jetzt auch gleich. Also das Netzteil befindet sich in der Konsole. Und wir haben hier den Xbox-Controller. Den packe ich jetzt, Xbox One X-Controller. Der müsste identisch sein mit dem Controller, den Microsoft letztes Jahr schon mit der Xbox One S ausgeliefert hat. Ja, identisch. Das gleiche Modell, auch mit der gleichen etwas rauen Oberfläche. Und Batterien legen auch noch bei. Das lege ich jetzt mal einfach davor. Und wir haben noch ein HDMI-Kabel. Für den Einsatz auf 4K-TVs geeignet, also HDMI 2.0. B, nettes Gimmick, weil das kostet allein schon immer so 10, 15, 16 Euro und die Qualität von diesen Microsoft-Kabeln ist hervorragend. So, kommen wir zur Konsole selber. Die ist gut verpackt. So, da haben wir sie. Ja, vom Gewicht her würde ich sie so jetzt einschätzen, ein bisschen schwerer als die Xbox One S. Aber was die Größe angeht, ich lege sie jetzt mal hier so auf den Tisch.
Sie ist ein bisschen höher als die Xbox One S, aber auch ein bisschen schmaler als die Xbox One S. Im Vergleich zur Xbox One, also zur ersten Xbox One, natürlich viel, viel kleiner. Es handelt sich hier jetzt um die normale Xbox One X, also nicht um die Xbox One X Project Scorpio Edition, die mit einem vertikalen Ständer kommt. Die kann man auch aufstellen. Sie kommt ohne vertikalen Ständer, macht eine gute Figur. Was mir jetzt als erstes aufgefallen ist im Vergleich zu Xbox One S, ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Der USB-Anschluss ist jetzt hier direkt unter dem Einschaltknopf. Aber das ist ein USB 3.0 Anschluss. Bei der Xbox One S war er hier oben. Und an der Vorderseite haben wir ansonsten den Eject-Knopf für das UHD Blu-ray-Laufwerk. Das bietet auch nur die Xbox One S. Die PlayStation 4 hat ja kein UHD Blu-ray-Laufwerk. Schauen wir uns die Rückseite an. Auch da nichts Neues. Wir haben dort auch die USB 3.0 Anschlüsse, den HDMI Out-Ausgang, den HDMI-In-Ausgang, dann haben wir noch für das Netzwerk den Anschluss, dann haben wir noch einen optischen Anschluss. Ja, also alles wie bei der Xbox One X. Alles in allem finde ich es erstaunlich, wie viel Power in so einem kleinen Gerät, also in so einem vergleichsweise kleinen Gerät steckt. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Xbox One S, die ja ein Viertel der Leistung bietet, auch ungefähr die gleiche Größe besitzt und die PlayStation 4 Pro sogar ein Ticken größer ist und dennoch ja 1,4, 1,5 Teraflops weniger Leistung bringt. Also da stecken 6 Teraflops in einem doch sehr kompakten Gehäuse drin. Ja, wie ist das jetzt mit den Spielen? Alle Spiele, die für die Xbox One jemals rausgekommen sind, sind auf der Xbox One X natürlich spielbar. Um von den Verbesserungen zu profitieren, sind Updates notwendig. Die findet man in der Spiele-App unter Xbox One X Updates werden sie gelistet. Das heißt, nach und nach werden die Hersteller ihre Spiele updaten. Über 130 Updates sind, glaube ich, angekündigt für Spiele. Apropos 4K, ganz frisch kommt die Information von Microsoft, dass wenn jemand nur einen 1440p Monitor besitzt, die Konsole das auch nativ ausgeben kann. Das heißt, da wird nichts heruntergerechnet, sondern es wird dann nativ in 1440p seitens der Konsole ausgegeben. Und kürzlich hat Microsoft auch angekündigt, dass die Xbox-Spiele der ersten Generation, also von der allerersten Xbox, also ein paar von diesen Spielen auch für die Xbox One X verfügbar sein werden. Und zwar nicht nur emuliert in der alten Fassung, sondern auch mit stark verbesserter Grafik und Performance. Das heißt, wenn ihr die Spiele besitzt, könnt ihr die einfach die eure DVD einstecken. Es wird dann das komplette Spiel nochmal aus dem Internet runtergeladen in der verbesserten Version und dann könnt ihr das hier drauf spielen. Das ist zum Beispiel, glaube ich, beim Halo der Fall und bei anderen Spielen auch. Eine spannende Frage ist natürlich, ich besitze schon eine Xbox One oder eine Xbox One S, lohnt sich dann der Umstieg auf Xbox One X? Das ist ganz einfach zu beantworten. Wer ein Xbox-Fan der ersten Stunde ist, für den stellt sich diese Frage gar nicht. Da spielen auch die 499 keine Rolle. Der hat sich das Ding eh schon vorbestellt, also die Project Scorpio Edition, und der steigt automatisch um. Für alle anderen gilt natürlich, wer die erste Xbox One-Generation besitzt, für den könnte jetzt die Xbox One X-Generation durchaus interessant sein, wenn er die paar Euro mehr natürlich drauflegen möchte. Vor allen Dingen, wenn er eh schon damit liebäugelt, irgendwann mal einen 4K-Fernseher zu kaufen oder sogar schon einen besitzt. Wer eine Xbox One S besitzt, der hat ja schon die ersten 4K-Fähigkeiten. Wer da schon in den Genuss gekommen ist und mehr 4K-Gaming, besseres und schnelleres und schöneres 4K-Gaming wünscht, für den bleibt nichts anderes übrig, wenn er auf der Konsole bleiben will, natürlich auf die Xbox One X umzusteigen. Natürlich höre ich schon wieder diese Argumente, PC-Gaming forever. Klar, eine hoch aufgerüstete PC-Spielemaschine ist natürlich leistungsfähiger, aber das kommt natürlich auch mit einem höheren Preis. Wir haben mal überprüft, wie ist das eigentlich, wenn ich einen Gaming-PC zusammenbauen möchte? Ist das überhaupt für 499 € möglich? Weil die kostet ja 499 € und da ist es halt
schwer, also man schafft es nicht, einen PC mit der gleichen Leistung für 499 € zusammenzubauen. Man kommt locker so auf 700, 800 €. Wir haben hier ein kompaktes Gerät für 499 € und ich finde, es bereichert die Gaming-Kultur, wenn es verschiedene Plattformen gibt letztendlich und also selbst, dass es Sony gibt und Microsoft gibt und den PC ist immer besser, als wenn es nur eine Monokultur gibt. Davon profitiert das Gaming an sich insgesamt. Und es gibt halt viele, die haben keine Lust, an einem Gaming-PC zu basteln. Die möchten 4K-Gaming oder schnelles Gaming einfach an ihrem Fernseher genießen und sich nicht mit den Unannehmlichkeiten eines PCs auseinandersetzen. Und dafür sind Konsolen schließlich ja auch da, sei es auch, wenn es nur eine Switch ist. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich schon eine Xbox One besitze oder eine Xbox One S, wie steige ich jetzt um auf eine Xbox One X? Und da hat sich Microsoft wirklich was ausgedacht, um das möglichst einfach zu gestalten. Wer seine Spiele ohnehin schon auf einer externen Festplatte auslagert, der kann sie einfach abstöpseln von seiner Xbox One oder Xbox One S an die Xbox One X anstöpseln und kann sofort loslegen. Es müssen also die Spiele nicht nochmal neu komplett heruntergeladen werden. Seit dem letzten Firmware-Update ist es auch möglich, die Einstellung von der Xbox One oder Xbox One S auf die externe Festplatte zu übertragen. Das heißt, wenn ich die dann anschließe an die Xbox One X, werden auch die Einstellungen der Konsole übertragen. Das heißt, mein Microsoft-Konto, mein Theme, das ich benutze und alle anderen Einstellungen, sodass ich da auch sofort loslegen kann. Wer das nicht wünscht, der kann auch über ein Netzwerkkabel die Xbox One S oder Xbox One direkt mit der Xbox One X verbinden und kann dann über das Netzwerk die Spiele direkt von Konsole zu Konsole übertragen, was natürlich auch deutlich schneller ist, als wenn man die Spiele komplett neu runterladen möchte. Ebenfalls seit dem letzten Firmware-Upgrade ist es möglich, in den Einstellungen unter Speicher mehrere Spiele auf einmal auszuwählen, die von der internen Festplatte auf die externe Festplatte übertragen werden müssen. Bisher war es nur möglich, über Spiele und Apps einzelne Titel zu übertragen, was ja sehr mühselig ist, wenn man jedes einzelne Spiel einzeln übertragen möchte. Das geht seit dem letzten Firmware-Upgrade, wie gesagt, angenehmer. Man kann mehrere Spiele markieren und die dann auf den externen Datenträger übertragen. Der Dennis hatte ja schon die Gelegenheit, vor einigen Wochen in London schon mal die ersten Titel für die Xbox One X, also die dafür optimiert sind, anzuspielen in London. Und ja, seine Eindrücke, die seht ihr jetzt hier in dem Video in der Infokarte. Schaut euch das gerne mal an. Wie gesagt, ab dem 7. November zeitnah werden jetzt die Updates erscheinen für die einzelnen Titel. Also Gears of War 4 erhält zum Beispiel ein Xbox One X Update. Assassin's Creed Origin erhält jetzt ein Update. Und viele weitere Titel werden auch ein Update erhalten. Wenn ihr übrigens eine Xbox One habt oder eine Xbox One S und noch vor dem 7. November dieses Video guckt, dann könnt ihr euch diese Updates für die Xbox One X auch vorher schon herunterladen und könnt dann praktisch am Launchtag sofort loslegen und müsst nicht erst noch die vielen Gigabyte herunterladen. Dabei könnt ihr auch entscheiden, ob ihr das 4K-Update auch haben wollt, also die verbesserten Texturen, oder ob ihr einfach nur die optimierte Fassung des Spiels für die Xbox One X haben möchtet. Das spart natürlich auch Downloadzeit. Mehr Infos dann zu Xbox One X findet ihr in dem verlinkten Beitrag. Ja, wir wünschen euch viel Spaß noch egal auf welcher Plattform ihr spielt. Bis zum nächsten Mal.